Guten Tag miteinander. Ich mache heute ein Video zum Thema Unit Testing bzw. zu Test Driven Development in unserem Projekt Super League. Ich werde heute mal ganz von vorne wieder anfangen, um Ihnen mal den Prozess des Unit Testings zu zeigen. Dabei ist es möglich, dass das Ergebnis dabei herauskommt, ein bisschen anders aussieht als die Lösung, die wir bisher in den anderen Videos erarbeitet haben. Nochmal zur Erinnerung, TDD kann man in drei einfachen Regeln beschreiben. Erstens, schreibe keinen Produktivcode, bis es einen Test gibt, der aufgrund dieses fehlenden produktiven Codes scheitert. Zweitens, schreibe nicht mehr Testcode, als nötig ist, um den Test zum Scheitern zu bringen, und ein Kompilierfehler gilt als Scheitern. Und schließlich drittens, schreibe nicht mehr Produktivcode, als nötig ist, um den Test zum Durchlaufen zu bringen. Ich möchte mal dieses Vorgehen anwenden und dann sehen wir, wie es so ungefähr herauskommt. Also ich fange an mit einem komplett neuen Fork hier. Lass es mal privat, einen Fork und klone mal das Repository. Jetzt können diese Schritte dann im Video überspringen. Mache vielleicht das ein bisschen größer hier und dann klone ich es. Lege es hier bei mir persönlich in Ordner ab und dann öffnen wir das gleich. Es dauert eine Weile, bis alles importiert ist. Ja, ich importiere hier das. Und dann schauen wir mal bei den Tests. Ja, da gibt es schon was. Match-Test und Table-Test. Gehen da mal rein. Da den Match-Test. Und Table-Test ist noch ein Dummy-Test. Ist nicht weit relevant. Jetzt machen wir vielleicht schnell ein paar Aufräumarbeiten. Also ich habe diese Class-Table, die hat hier die ganze Main-Methode noch drin. Zum Testen wäre es gut, wenn die hier public wäre. Dann mache ich hier, nenne es mal program.cs, neue Klasse. Und dann können wir hier diese Sachen rauskopieren, formatieren. Dann noch ein paar Imports machen. Gut, jetzt wird noch dieses JSON-Convert, das haben wir hier drin. Jetzt machen wir das einfach wieder wie vorher, formatieren das. So, jetzt haben wir die Main-Methode in diesem Programm drin, mit dem ganzen Auslesen. Table ist jetzt eigentlich eine leere Klasse. Lassen wir sie mal leer. Imports können auch weg. Probieren wir mal das Programm auszuführen. Fehlt natürlich das Argument. Und in Data hat es jetzt ja ein paar mehr Testdaten drin. Können wir mal was anderes probieren. Zum Beispiel das Plauschturnier. Spiele werden ausgegeben, das ist soweit korrekt. Können wir der Vollständigkeit halber noch eine Run-Konfiguration anlegen. Run without debugging. Das klappt auch schon out of the box, weil wir hier diese Launch-Konfiguration schon eingerichtet haben. Gut, das wäre es mal vom Einrichten. Vielleicht können wir gleich noch schnell ein neues Terminal auf.
vielleicht schnell die Tests ausführen, ob dann alles klappt. Sieht gut aus, und auch hier ein Test Explorer noch zur Vollständigkeit. Tests laufen durch. Also ist Zeit für den nächsten Commit. Ja, VS Code ordnen lasse ich mal. Ja, super, liegt alles da rein. Mal clean up und push ich das. So. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir vorgehen? Und dazu können wir mal im Browser schauen, gibt es im README nämlich Bewertungskriterien zum Unit-Testing. Und grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn ich zu einer Klasse Produktivcodes eine Testklasse habe und dann halt pro Public-Methode noch einen Testfall mindestens. Und wie gesagt, ich brauche jetzt da nicht zu jeder Methode unbedingt einen Testfall. Zum Beispiel Sachen wie Konstruktoren oder ToString-Methoden kann man testen, wenn es Sinn ergibt. Wichtig ist, dass die folgenden Aspekte durch einen Testfall abgedeckt werden. Zum Beispiel die Sortierung mit 2 Punkten bewertet, die Berechnung des Rangs, Tordifferenzanzahl Punkte und so weiter. Die Frage ist, wo wir da anfangen wollen. Also Sortierung ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil für die korrekte Sortierung muss man schon Punkte, Tore, Tordifferenz und so weiter haben. Schauen wir mal weiter. Wir haben ja beim letzten Video angefangen mit der Anzahl erzielter und kassierter Tore. Und von daher wäre es gleich ein guter Einstiegspunkt, mal hier anzufangen. Also schauen wir nochmal hier in unsere Anleitung. Wir fangen nicht beim Produktivcode an, sondern wir schreiben Testcode, bis es einen Fehler gibt, inklusive Kompilierfehler, und machen uns dann an den Produktivcode. Ich habe hier schon mal den Table-Test vorbereitet, dann noch ein Dummy-Test. Können wir mal hier diese Zeile entfernen und stattdessen, Turn brauchen wir nicht mehr im Moment, stattdessen schreiben wir hier einen ganz trivialen Test, zum Beispiel Tests create table without matches, create empty table. Habe es ein bisschen sehr ausführlich geschrieben, kann man so machen, kann auch vielleicht noch kürzere Namen finden. Also fangen wir mal an. Arrange. Also, ich gehe von einer Liste ohne Matches aus. Also ich habe nicht keine Liste, sondern eine Liste ohne Matches. Und da gibt es ja diese List. Ich muss vielleicht noch hier oben system.collections.generic importieren, damit ich so eine Liste von Matches machen kann. Matches und dann einfach so new und mal einfach keine Spiele. Das ist meine leere Liste von Spielen. Jetzt im Mac-Teil, was mache ich da? Überlegen wir mal. Ich habe ja hier beschrieben, dass wir eigentlich so eine Art High-Level-API haben wollen, Create-Table. Und ja, das können wir jetzt mal einfach so rauskopieren. Beziehungsweise wollen wir nicht Produktivcode schreiben, sondern zuerst Testcode. Also kopieren wir mal nur das raus. Also jetzt gibt es eben bei der Table-Klasse eine CreateTable-Methode und die verlangt eine Liste von Matches. So, jetzt sind wir schon so weit, dass wir einen Kompilierfehler haben. Wir können jetzt den Test starten, aber das ist unnötig, weil wir sehen ja schon, dass es einen Fehler gibt. So schlau ist selbst Visual Studio Code. Also was machen wir? Gehen die Regeln durch. Haben Testcode geschrieben, bis es einen Fehler gibt. Also geht es weiter zu Regel 3. Jetzt schreiben wir Produktivcode, bis dieser Fehler weg ist. Ich mache jetzt mal hier nebenan die Klasse, die Produktivcode-Klasse Table auf.
machen wir es nebeneinander auf, klappen das zu. Habt ihr diese Klasse und jetzt mache ich einfach diese Public Static Methode. Muss ich überlegen, was die zurückgibt. Ja, eigentlich wird der Rückgabewert noch nicht verwendet, darum kann ich mal Void nehmen. Create Table. Ups, wichtig ist aber, dass die eine Liste von Matches entgegennimmt. Und halt damit mal nichts macht. Kopiere noch dieses Using rüber. Also das kompiliert jetzt auch. Jetzt können wir eigentlich schon mal Tests neu laden. Ich habe den umbenannt. Okay, der wurde gefunden. Führe mal beide aus. Wunderbar. Also Test läuft durch. Macht zwar noch nichts Sinnvolles, aber immerhin, ich habe jetzt mal das Gerüst aufgestellt. Und das ist eigentlich schon Zeit, mal hier das noch nicht zu committen, aber mal in den Staging-Bereich aufzunehmen. So, jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen wollen. Die Antwort ist beim Testcode. Der läuft jetzt durch und jetzt schreiben wir wieder Testcode, bis es scheitert. Also was könnten wir jetzt machen? Also Act, wir wollen eine Tabelle erstellen und die soll leer sein. Speichern wir mal diese Table ab. Können Sie auch mal empty nennen. Jetzt habe ich wiederum einen Kompilierfehler, weil halt das nichts zurückgibt. Der Rückgabetyp ist void. Also was kann ich zurückgeben? Eine Table. Das war ja die ursprüngliche Idee. Jetzt gibt das natürlich noch keine Table zurück. Aber ich kann ja einfach mal so ein Objekt machen. New Table natürlich. Und jetzt sieht es eigentlich hier schon wieder gut aus. Ich kann nochmal diesen Test ausführen. Such mal nur den, damit es ein bisschen schneller geht. Das hat wunderbar geklappt. Jetzt müssen wir natürlich noch etwas validieren hier. Die Frage ist, was wollen wir genau prüfen? Und jetzt wird es entscheidend. Ich schnell das hier zu, damit wir beide Code-Teile sehen. Wie wollen wir jetzt auf diese Daten zugreifen, die dort drin sind? Und jetzt kommt auch ein bisschen der Vorteil von Test-Driven Development zum Vorschein. Denn jetzt fange ich an, mein Interface zu definieren, indem ich es verwende. Und das führt dazu, dass ich am Schluss ein Interface habe, das ich wirklich gut brauchen kann. Also ich mache nicht zuerst hier Design, wie ich es aufbauen will, sondern ich mache hier Design, wie ich es verwenden möchte. Also was können wir für einen Aspekt validieren von dieser Tabelle? Wir können zum Beispiel prüfen, ob sie keine Einträge hat. Und das machen wir mit einer Assertion. Equal, dann sagen wir, wir erwarten 0. Und empty, jetzt ist die Frage, was wir da prüfen wollen. Es ist nichts Bestehendes, weil wir müssen das noch programmieren. Können da zum Beispiel das altbekannte Count nehmen. Also die Anzahl der Tabellenzeilen. Oder wir können es vielleicht ein bisschen präziser formulieren. Number of rows. So in das Property zum Beispiel. Das kompiliert wiederum nicht, weil wir so ein Property natürlich nicht haben. Aber jetzt gehen wir wieder weiter hier zum Produktivcode und fangen an, das zu programmieren. Number of rows sind ein Property. Public, ja, int ist sinnvoll, number of rows. Und dann können wir sagen, wir definieren das getProperty, geben einfach mal 0 zurück, weil wir haben nichts Schlaues drin da. Und das dürfte eigentlich den Test schon befriedigen. Ich führe den nochmal aus. Wenig überraschend klappt das. Gut, wir haben jetzt praktisch noch keine Logik, aber wir haben definiert, wie wir das Ding verwenden wollen. Und das doch auch schon einmal etwas. Wieder mal Zeit, das Ganze auf den Stash zu werfen.
Tue mal das wieder zu. Also wir haben einen laufenden Test. Wir haben noch keinerlei Logik, aber wir nähern uns dem Schritt für Schritt. Also eine leere Tabelle können wir machen. Wir haben aber gesagt, dass wir im nächsten Schritt die Anzahl der Tore testen wollen. Berechnung der Anzahl erzielter und kassierter Tore. Gehen wir es an. Mit einer Testmethode, fängt dann mit einem Fact und dann schreiben wir public void test create table with correct amounts of goals scored. Zum Beispiel arrange. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, man kann in einem Spiel 0 Tore schießen und wir wollen dann 0 Tore haben. Vielleicht können wir da diesen trivialen Test zuerst machen. Table with no goals scored. Und weil wir einen neuen Aspekt testen wollen, Anzahl erzielter Tore, ist vielleicht gar nicht nötig, dass wir einen Match haben. Andererseits müssen wir irgendwie auf einen Eintrag zugreifen können. Und von daher ist es sinnvoll, wenn wir Einträge haben. Also machen wir vielleicht doch eine Liste von Matches. Aber dieses Mal mit einem Eintrag. Also machen wir jetzt eine Liste, kann dann gleich ein paar Spiele mitgeben. Beispiel New Match. Mal FCL gegen FCB und da geht mal 0:0 aus. Oh, das braucht es hier nicht. So. Und jetzt Act-Teil. Table after one game. Punkt Create Table und wir geben wieder die Matches mit. Die Frage ist jetzt, was wir validieren wollen. Und hier geht es wiederum weniger um die Logik als um den Zugriff auf die Daten. Also was wir hier machen, wir spezifizieren wiederum unser Interface. Also wie könnte man das jetzt prüfen? Oder was könnte man prüfen? Ich kann prüfen, dass der FCL 0 Tore hat und der FCB ebenfalls. Die Frage ist, wie ich darauf zugreife. Also 0 und dann haben wir after one game die Tabelle. Jetzt ist die Frage, wie erhalte ich einen spezifischen Eintrag? Und ich schreibe es einfach mal get entry 4 zum Beispiel, gebe da FCL mit. Und dann habe ich den Eintrag und jetzt möchte ich gerne die Eigenschaft oder das Property Goal scored haben. So zum Beispiel, leider scheitert jetzt der Testcode, weil es das noch nicht gibt. Also muss ich das zuerst noch programmieren. Das heißt, ich brauche hierhin so eine GetEntryFor-Methode. Machen wir uns ans Programmieren. Public, was geben wir zurück? TableRow, haben wir noch gar nicht. Ja, dann müssen wir jetzt programmieren. Also ich möchte Ihnen eine TableRow zurückgeben. Fange ich mal an, diese Klasse zu schreiben. Super League Public Class Table Row. Leere Klasse, es genügt schon. Das vielleicht wieder zu, damit wir mehr Platz haben. Public Table Row. Get entry 4 und dann in deinen String Team Name. Ups. Return new table row. Das funktioniert mal soweit, aber ich habe eben noch einen Kompilierfehler, weil es dieses Goal Score eben noch nicht gibt. Dann machen wir dann ganz einfach public int Goal Score, also ein neues Property. Und dann einfach get turn 0. Ich kann das auch kompakter hinschreiben, aber
funktioniert mal soweit. Jetzt ist der Kompilierfehler weg und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich lade die Tests neu. Führe alle mal aus. Das funktioniert. Und Sie wundern sich jetzt vielleicht, ja Moment, das funktionierte gar nicht richtig. Das funktioniert jetzt nur genau so, weil hier 0 Tore sind und ich einfach mal immer 0 zurückgebe. Das ist korrekt, aber ich teste noch gar nicht unbedingt die Logik, sondern nur einmal die API oder das Interface, das ich aufbaue. Das ist völlig valide. Also jetzt läuft der Test, jetzt schreiben wir wieder Testcode, bis er nicht mehr läuft. Und ich versuche jetzt einfach mal hier beim FCB, der auch 0 Tore hat. Verwende mal per Abwechslung .NET Test. Das läuft ein bisschen schneller. So, hat alles geklappt. Wenn wir das wieder kleiner machen hier. Vielleicht das noch ein bisschen kleiner, damit wir einen besseren Überblick haben. Okay, wir können eine leere Tabelle erzeugen, die keine Tore drin hat. Wunderbar. Ist wieder mal Zeit für einen, nicht Commit, aber um die Änderungen da im Staging-Bereich aufzunehmen. Da sind viele Terminals offen, können wir mal ein paar schließen. Gut. Also jetzt haben wir eigentlich so diese witzlosen, trivialen Testfälle mal durchgespielt und wir haben jetzt so eine Idee, wie wir das Ganze programmieren wollen. Aber die Logik fehlt natürlich noch. Jetzt machen wir mal etwas Ernsthaftes. Wir sind immer noch beim Testen der Tore. Machen jetzt hier für einen neuen Test, public void. Und Test create table with goals scored. Die Benennung kann man noch diskutieren. Das kann man natürlich jederzeit ändern. Bei Testklassen ist überhaupt kein Problem. Aber belassen wir es mal so, wie es ist. Und wir machen jetzt wieder eine Liste mit Matches. New Match. Und das, diesmal werden Tore geschossen. FCB 2 zu 1. Okay, und der Act-Teil, der wird auch wieder ziemlich gleich aussehen. Table after one game. Könnt ihr es auch nennen after one game with goals oder man könnte es auch einfach Table nennen. Wichtig ist, dass ich eine Tabelle erstelle. Funktioniert alles noch wie vorher. Jetzt wird es interessant. Equal. Und jetzt, das prüfe ich. FCL hat 2 Tore. 2. Und wir greifen auf die Tore zu. Nehmen wieder die Tabelle. After one game. Get entry for FCL. Und dann nehmen wir Goal Score. Das gibt es ja schon. Gut, es gibt keinen Kompilierfehler. Frage ist, ob es läuft. Klick mal hier zur Abwechslung. Failed 1. Ja, die Frage ist, warum es nicht funktioniert. Antwort ist, weil es immer 0 zurückgibt. So, jetzt kommt es eigentlich interessant, weil jetzt müssen wir wirklich anfangen, Logik zu programmieren. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gebe hier 2 zurück. Also ja, ich kann es mal probieren, schauen, ob das mein Problem löst. Lade mal die Tests wieder neu, dauert eine Weile. Führe alle aus. Dieser scheitert jetzt, also der neue geht und der alte scheitert, weil ich hier eben immer 2 zurückgebe. Gehen wir zurück zu Nullen. Der alte Test, der war ja schon okay. Einfach der neue, der hat nicht mehr geklappt. Und wir haben ja mit diesem Test das Ganze zum Scheitern gebracht. Jetzt müssen wir auch mit diesem Test weitermachen. Okay, hier gehen wir wieder 0 zurück. Also,
Goal Score gibt immer 0 zurück. Ist das sinnvoll? Nein, ist es nicht. Und Sie erinnern sich vielleicht, wir haben es mal schon implementiert gehabt. Wir können hier einfach ein GetSetProperty machen. Das ist dann effektiv ein Integer als Variable. Und jetzt aber die Frage, ja, wie wir das verarbeiten. Wir rufen diese Methode auf, createTable, bekommen wir eine Liste von Matches. Und jetzt müssen wir da irgendwie eine Tabelle zurückgeben, die irgendwelche Einträge hat. Und dieser kleine Test hier, der bringt uns jetzt dazu, dass wir eigentlich, sag jetzt mal, 2/3 der Aufgabe durchprogrammieren. Oder sicher so die Hälfte, was die Menge der Logik betrifft. Also was machen wir jetzt hier? Wir haben eine Liste von Matches, gehen wir die mal durch. For each match, match in matches. Die Frage ist, was wir jeden Match machen. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Datenstruktur Dictionary. Vielleicht wäre es gleich sinnvoll, wenn wir das irgendwo hier in dieser Klasse ablegen würden, denn nachher getEntryFor könnte darauf zugreifen. Ja, probieren wir das mal. Frage ist, wo wir das hinlegen. Mach es mal ganz oben, ist vielleicht jetzt nicht der .NET oder C-Sharp Standard. Aber das kann man dann später noch refactoren. Es ist mal wichtig, dass wir die Logik zum Laufen bringen. Machen wir wieder dieses Dictionary mit einem String und einer Table Row. Diesmal aber auf Klassenebene. Und wir nennen das Table Rows. Okay. Und was wir noch machen könnten, ist, wir können es gleich initialisieren. Wir können es auch in einem Konstruktor machen. Vielleicht diese Methode noch runterschieben. In Ordnung. Jetzt haben wir dieses Dictionary. Und wir prüfen wieder. Wir können vielleicht noch schnell HomeTeam, Match.HomeTeam, ein bisschen abkürzen hier. So, und dann prüfen wir if not. Ah, natürlich haben wir jetzt noch kein Table-Objekt. Müssen wir das hier mal Table gleich new Table. Da läuft ein leeren Konstruktor. Da hat jetzt dieses private Dings da drauf. Und jetzt haben wir, weil das privat ist, haben wir eigentlich keinen Zugriff. Aber da wir in der gleichen Klasse sind, ist die Frage, ob wir das irgendwie abkapseln wollen oder nicht. Könnten es vielleicht als Property implementieren. Dictionary Table Rows. Machen wir es einfach mal so. Ist vielleicht jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll, das public zu machen. Aber es geht jetzt nicht darum, den perfekten Code zu schreiben, sondern Code, der mal funktioniert. Table. Also machen wir es noch groß, wenn es schon sichtbar ist. Contains Key, Home Team. Also wenn die Tabelle das noch nicht drin hat, das Home Team, dann machen wir einen neuen Eintrag. Table.TableRows Add und dann mit dem Home Team machen wir eine neue Table Row. Den leeren Konstruktor. Das Ganze gibt noch nichts zurück. Return Table. Okay, das kompiliert mal wieder. Das da können wir gleich noch fürs Away Team, damit wir mal diesen Eintrag erzeugen. Und jetzt sehen wir Table.TableRow sieht ein bisschen eigenartig aus. Könntest du einfach umbenennen in Rows. Ein bisschen kürzer. Dann habe ich noch einen Fehler.
alle Codepfade geben einen Wert zurück. Ah, das Problem ist, das ist noch ein Loop drin. Jetzt sieht es besser aus. Also haben wir leere Einträge. Schauen wir mal, ob das unser Problem löst. Ich sage nein. Es ist trotzdem schön, das mal bestätigt zu sehen. Aber wir haben sogar noch einen Test mehr kaputt gemacht. Also wir müssen da sicher noch etwas machen. Im Moment läuft das Create-Table nicht einmal mehr. Object Reference not set to an instance of an object. Also wir haben das gemacht, geben das zurück. Frage mich, warum das nicht klappt. Das könnte hier das Problem sein. Dieses Rows hier, das könnte vielleicht noch nicht initialisiert worden sein. Machen wir noch einen Konstruktor. .rows new dictionary. Was vielleicht daran liegt. Fangen wir mal unten mit .NET Test. Läuft ein bisschen schneller. Ja, jetzt ist wieder einer gescheitert. Der Nachteil .NET Test ist, dass das hier oben nicht aktualisiert wird. Also sehen wir doch nochmal alles hier aus. Ja, jetzt geht nur noch dieser neue Test nicht mehr. Das heißt, der alte geht wieder. Jetzt ist die Frage, woran das liegt. Und zwar effektiv halt, Assert schlägt fehl, wir warten 2 und haben 0. Okay, was können wir jetzt machen? Wir wissen, der FCL ist das Home-Team, trotz 2 Tore geschossen. Und wir müssen jetzt einfach noch das da abspeichern. Also gehen wir zu Table Rows. Und nehmen dann das Home-Team. Ups, eine Table Row hat noch überhaupt keine Informationen über Goals. Ah doch, der Goal scored. Wäre eigentlich drin. Tatsächlich. Und das erhöhen wir jetzt um. Home Team hat Home Goals geschossen. Aber das speichern wir jetzt noch nicht ab. Dann machen wir hier noch ein Home Goals gleich Match.Home Goals, damit es ein bisschen kürzer wird. Gut. Sieht das hier aus? Führen wir es nochmal aus. Test läuft noch nicht, das ist das Problem. Hat die nur noch 0. Okay, woran liegt das? Schauen wir mal an, get entry for. Ups, es gibt immer eine neue Table Row zurück und zwar nicht die, die wir hier tatsächlich drin haben. Okay, was machen wir jetzt? Haben einen Teamnamen und wir haben hier diese Table Rows als Dictionary. Das können wir hier wieder prüfen. If rows.containsKey TeamName, dann geben wir den entsprechenden Eintrag zurück. Return. Und sonst, wenn es nicht der Fall ist, dann müssen wir etwas zurückgeben. Könnte man eine neue Table Row zurückgeben, es könnte aber Verwirrung auslösen. Machen wir besser einen Fehler. Draw new argument exception. Dann schreiben wir team name does not exist in table. Diese exception könnte man dann auch noch testen, ist aber nicht verlangt, von daher lassen wir es mal weg. Und jetzt habe ich dann nur das ausgeführt. Alle Tests ausführen. Jetzt laufen alle Tests, das heißt, wir sind fertig mit dem Produktivcode und machen mit dem Test weiter. Und was ich ja gesagt habe, es gibt so Leute, die sagen, ein Assert pro Testfall. Ich finde aber, wenn die Sachen so ähnlich und so verwandt sind, dann kann man hier auch gleich noch den zweiten Testfall machen. Und zwar, dass der FCB ein Tor geschossen hat.
Also hier nicht nur die Heimmannschaft, sondern auch die Auswärtsmannschaft mit ihren Toren testen. Führen wir die Tests wiederum aus, schauen wir, ob das immer noch klappt. Implementiert haben wir es ja. Oder etwa nicht. Sehen, der zweite Testfall scheitert, weil er immer noch 0 hat. Also FCB, hier kommt noch 0 zurück. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir das noch für die Auswärtsmannschaft nicht zählen. Goals scored plus gleich away goal. Ah, away goals gibt es noch gar nicht. Away goals. So. Versuchen wir es nochmal. Das ist unser Problem gelöst. Ja, das Problem ist gelöst. Das heißt, die Tore zählen wir jetzt korrekt und wir können das Ganze auch richtig testen. Jetzt die Frage, sind wir schon fertig? Also wir haben hier die Berechnung der Anzahl erzielter und kassierter Tore. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir einen neuen Testfall machen oder wollen wir den gleichen noch weiter verwenden? Eigentlich ist es ja ganz trivial, denn wenn hier der FCL nach einem Match 2 Tore erzielt hat, dann hat der FCB nach einem Match halt 2 Gegentreffer erzielt. Also schreiben wir das mal hin. Ups. Ja, können wir mal kopieren hier, ausnahmsweise. Also ein Treff auf the one game, get end for FCL, goals received. Jetzt habe ich einen Kompilierfehler, weil dieses goals received noch nicht existiert. Noch hinzufügen, public in goals received, get set. Gehen wir auf die Table und jetzt kennen wir das Prinzip schon. Home Team goals. Machen wir es mal nur fürs Home Team. Nicht auf Vorrat programmieren, sondern das Home Team hat jetzt away goals kassiert. Ey. Ja, den Test hätte ich nochmal ausführen können, nachdem ich den Kompilierfehler gefixt hatte. Aber machen wir das nicht rückgängig. Es ist schwierig, diese Disziplin immer einzuhalten. Gut, das hat funktioniert. Jetzt noch das gleiche für den FCB. Also Goals Received für FCB müssen jetzt 2 sein, weil FCL 2 geschossen hat. Jetzt führe ich den Test nochmal durch. Versuchen Sie es doch mal, noch da einmal mit Disziplin. Es scheitert jetzt, weil wir halt das dann noch nicht korrekt haben. Away Team und Goals Received. Erhöhen wir um die Home Goals. Dann schauen wir, ob das auch klappt. Das klappt wunderbar. So, damit wäre der Ton eigentlich erledigt. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, funktioniert es mit einem Spiel oder funktioniert es auch mit mehreren Spielen? Da könnte man jetzt einen neuen Test vorschreiben oder ich mache mir doch einfach mal ein 0:0, das ändert nichts an der Tordifferenz, verarbeitet aber trotzdem mehrere Spiele und führen diese Tests noch einmal aus. Das klappt immer noch. Also ich würde mal sagen, damit sind wir fertig. Super League und Super League.test können wir hinzufügen. Und da macht gleich mal einen Commit. Test Case for Goals Scored and Received. Provided Working Implementation. Ups. Ich habe einen Fehler gemacht. Schreibe ich es halt nochmal. The test case for goals scored and received provided implementation. So, ich drücke mich nicht und pushe das mal. Sehr gut.
sind wir eigentlich fertig damit. Jetzt ist die Frage, wo wir weiterfahren. Also Anzahl erzielter und kassierter Tore, vielleicht mit der Tordifferenz, das ist ja ein bisschen verwandt damit. Machen wir da mal einen neuen Fact und jetzt fangen wir mit der Tordifferenz an. Test create table with goals difference. Jetzt sollen wir noch ein bisschen mehr Matches machen. Matches new match, nehmen wir mal FCL gegen IB und dann erst Spiel 3:2, dann haben wir noch FCB gegen FCL. Sagen wir mal 2:0 und noch ein drittes Spiel zu Hause, FCL gegen FC St. Gallen. Ja, machen 2:2 und dann wieder ein Auswärtsspiel. Was nehmen wir da? FC Sion gegen FCL. Und da gewinnt der FCL 3:1. So, jetzt sollen wir die Tordifferenz ausrechnen. Ah, hier noch Void vergessen. Actile Table. Nennen wir einfach mal Table. Die Frage ist jetzt, was wir hier validieren wollen. Und hier können wir uns mit einem Assert begnügen. Equal. Natürlich die Frage, was wollen wir überprüfen? Also Tordifferenz. Das können wir vielleicht noch notieren. FCL IB 3:2, das gibt es für FCL plus 1, positive Tordifferenz. Dann verliert er auswärts 0:2, minus 2, das wird dann die Summe minus 1. Ich mache hier einfach die laufende Summe. Dann FCL gegen FC St. Gallen 2:2, das ändert nichts an der Sache. Beide gleich viele Tore erzielen, haben wir minus 1. Und hier dann bei SIO gewinnt man mit 2 Punkten Vorsprung, das wird dann wieder plus 1. Also wir erwarten hier, dass die Tordifferenz 1 ist. Und wie erhalten wir die? Table get entry for FCL Punkt goal difference. Wir haben wiederum einen Kompilierfehler. Das heißt, wir müssen den Test nicht ausführen. Gehen wir hier direkt in den Tail Entry. Jetzt überlegen wir uns, wie könnten wir das machen. Und ich denke, das Einfachste ist so ein berechnetes Property. Public int goal difference. Dann machen wir ein get. Set ist ja nicht sinnvoll. Und dann ja, return goal scored minus goals received. Jetzt kompiliert das wieder, lade mal die Testfelder neu. Führe alle aus. Und das funktioniert. Jetzt, weil ja die Berechnung der Tore funktioniert, funktioniert wenig überraschend auch die Berechnung der Tordifferenz. Wir können auch hier nochmal schauen, jetzt zweiten Assert, vielleicht für einen anderen Verein. Nehmen wir zum Beispiel den FC Sion, der verliert bei Luzern 3:1, taucht sonst nirgends auf in der Spielliste, also müsste er eine Tordifferenz von minus 2 haben. Hat auch geklappt. Also hier wiederum zwei Assertions, halt vielleicht hat auch ein bisschen mehr Sicherheit, aber eigentlich die Korrektheit wird hier schon erwiesen mit der ersten Assertion. Aber die zweite schadet sicher nichts. Okay, dann haben wir mal das da mit der Tordifferenz auch gemacht. Anzahl Punkte, Siege, Unentschieden, Niederlagen und so weiter.
Ja, das kann man dann immer noch so ähnlich machen. Vielleicht bei einer Anzahl Punkten ist auch ein berechnetes Property sinnvoll, weiß nicht. Oder nein, Anzahl. Ja. Habe ich gar nicht im Kopf, was wo sinnvoll ist. Das finden Sie dann selber heraus. Jetzt haben wir noch ein paar spezielle Sachen, also Sortierung, Testen, Berechnung des Ranges und dann noch Ausgabe der Tabelle als String. Hierzu ein paar Gedanken. Also die Sortierung, die möchte ich gleich noch demonstrieren. Bei der Berechnung des Ranges, dort könnte man zum Beispiel einen, wenn man es alles sortiert hat, einen Loop über die ganzen Einträge machen und dann bei jedem Eintrag noch so ein Rank Property drin haben und das dann mit einer Zählervariable hochzählen. Ich glaube, das muss ich nicht zeigen. Und dann bei der Tabelle als String, da haben wir ja auf der Table Class dann eine ToString-Funktion und dort kann man irgendwie mit Substring schauen, ob die gewisse Information drin hat, ob die eine gewisse Anzahl Zeilen hat und so weiter. Aber beschäftigen wir uns vielleicht noch mit der Sortierung der Tabelleneinträge. Damit haben wir uns überhaupt noch nicht beschäftigt. Aber gehen wir es einfach mal an. Facts, public void, tests, create, sorted table. Vielleicht gibt es ja noch mehrere Testfälle, die sinnvoll sind. Dann machen wir einfach mal einen einfachen. Und ich muss jetzt nicht alle Sortierkriterien durchimplementieren. Es reicht ja mal eines. Den Rest finde ich dann selber heraus. Also wiederum Match FCL gegen IB. Das ist 3 zu 0. Und dementsprechend müsste jetzt der FCL weiter oben sein in der Tabelle als IB. Schreibe ich vielleicht noch Arrange Act. Mache hier diese Tabelle. Und jetzt kommt der schwierige Teil, Assert. Wie möchte ich die Reihenfolge prüfen? Und ich habe ja bisher immer so diesen wahlweisen Zugriff auf den Verein gemacht, aber das hilft mir nicht unbedingt weiter. Denn hier möchte ich die Sortierung testen und dann ist eine Datenstruktur wie das Dictionary nicht wahnsinnig sinnvoll. Hier möchte ich eine sequentielle Datenstruktur wie zum Beispiel eine Liste testen können. Versuchen wir mal, diesen Assert auszuformulieren. Also ich möchte jetzt wissen, FCL soll den ersten Platz haben. Assert equal FCL ist der Verein, der rauskommt, wenn ich sage Table. Get sorted rows und dann sagen Element 0 und dann Team Name. Das Ganze funktioniert natürlich vorne und hinten nicht, das kompiliert nicht und zwar gibt es noch keine Methode Get sorted rows. Gebe hier eine Liste von Table Rows zurück. Get sorted rows, braucht keinen Parameter, weil sie alles von der Table liest. Und das gebe ich zurück, return new lists. Und zwar basiert das auf den Ro Values des Rows Dictionaries. Soweit, so gut. Jetzt habe ich natürlich noch kein Teamname hier drauf, bei Table Row. Mache das vielleicht zu oberst. Public String Teamname. Mal ganz einfach. Und ja, jetzt scheint es zu funktionieren. Führe es mal aus. Tests neu laden. Und ausführen. So, das hat nicht funktioniert, weil null der Wert ist, der hier vom TNS zurückgegeben wird. So ein wäre jetzt dieses Property zu setzen. Was man sonst machen könnte, ist vielleicht ein Konstruktor, den ein
Eine Table Row ohne Teamname ergibt keinen Sinn. Ich denke, das Set Property braucht man dann auch nicht unbedingt. Wir haben Read Only Property daraus. Setzen können wir es im Konstruktor und hier auch schon der Fehler. Home Team. Right Team. Hat es an den bestehenden Code angepasst. Schauen wir, ob alles noch läuft. Ja, jetzt läuft alles. Und FCL ist tatsächlich auf Rang 1. Das ist jetzt hier reiner Zufall, weil halt der FCL wahrscheinlich zuerst zum Dictionary hinzugefügt wird. Machen wir gleich besser sowas hier. Also IB gewinnt 3-0 gegen FCL und sollte jetzt vorne sein. Dann führen wir den Test nochmal aus. Oder alle Tests. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil eben die Sortierung nicht stattfindet. Wichtig ist ja, die Sortierung hat bestimmte Kriterien, nach denen sie erfolgen sollte. Und das ist hier oben definiert. Also Punkte absteigend, Tordifferenz absteigend, Anzahl Siege absteigend, Mannschaftsname aufsteigend. Wir haben jetzt Punkte noch nicht implementiert, darum können wir jetzt nicht die richtige Sortierung machen. Also einfach mal, um das zu demonstrieren, dann testen wir es anhand der Tordifferenz. Differenz haben wir schon implementiert. Also jetzt müssen wir wieder diese Sortiererei machen. Und zwar ja, können wir, machen wir das mal ganz einfach hier, wollen nur den Test zum Laufen bringen und nicht eine perfekte Lösung haben. Statt das zurückzugeben, sagen wir mal einfach Rows speichern das zuerst ab, geben es dann zurück und in der Zwischenzeit sort, soll es noch sortiert werden und dazu machen wir wieder diese mit der Lambda-Funktion und wir schauen jetzt nochmal die Tordifferenz an, kürze das Verfahren ein bisschen ab. Soll ja absteigend sortiert werden. Also wenn x.diff goal difference größer als y.goal difference, dann soll das x weiter oben sein und es kleiner ist, soll das y weiter oben sein. Und sonst sind die halt gleichwertig, dann ändert sich die Sortierreihenfolge nicht. Schauen, ob ich das richtig gemacht habe. Tatsächlich, das hat geklappt. Natürlich wäre es besser, wenn man jetzt mehr Testfälle schreiben würde, aber jetzt schreibt man einfach mal diesen Testfall. Jetzt haben Tordifferenz ausgeglichen und jetzt noch ein Spiel, dann hat FCL wieder die Oberhand. Können wir das gleich noch testen, dass jetzt hier wieder FCL vor IB liegt. Dann gleich beides validieren. So, das hat auch geklappt. Das heißt, meine Sortierung ist jetzt zwar auf dem falschen Kriterium basierend, aber ich kann sie auf diese Weise testen. Ja, das wäre mal das, was ich in diesem Video zeigen wollte. Sie sollen natürlich noch ein bisschen mehr Testfälle schreiben, vielleicht manchmal ein bisschen ausführlicher oder verschiedene Testfälle. Sollen auch Randbedingungen testen, zum Beispiel sowas kann man machen. Ist jetzt kein Bewertungskriterium, ich empfehle es aber trotzdem als Übung. Orientieren Sie sich einfach hier dran an dieser Liste, dass sie alles mal abgedeckt haben. Ja, das wäre es grundsätzlich. Ich denke, das schaffen sie mit dieser Anleitung. Am Schluss sollten sie dann eine schöne Reihe von Tests haben, die sie mit einem Klick ausführen können. Halten sie sich ein bisschen an diese Regeln. Es hilft ihnen recht weiter. Sie haben aber auch gesehen, der Code, der dabei entstanden ist,
sieht ganz anders aus. Ich habe so Get-Entry-For-Methoden oder Get-Sort-Draws und so weiter. Also Test-Driven Development führt zu besser testbaren Entwürfen. Vielleicht nicht grundsätzlich bessere Designs, aber die Testbarkeit wird dadurch sicherlich erhöht. Ja, das wäre es mal soweit. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen und ich wünsche Ihnen dann viel Durchhaltevermögen, wenn Sie diese ganzen Tests ausprogrammieren. Bis dann.